Der UI24 Special Report. Top-Themen auf den Punkt gebracht. Alle Infos, alle Details zu den spannendsten Stories. Aktuell und verantwortungsbewusst. Der UI24 Special Report. Österreich sperrt wieder auf ab 8. Februar. Das ist das Ergebnis der heutigen Sitzungen, die im Bundeskanzleramt stattgefunden haben, mit Experten, mit den Landeshauptleuten und unter anderem auch mit Vertretern der Oppositionspartei. Die Schulen werden, zumindest in der Volksschule, wieder komplett geöffnet. Unter- und Oberstufe gibt es dann Schichtbetrieb. Der Handel wird ebenfalls geöffnet und die körpernahen Dienstleistungen auch. Ausgangsbeschränkungen wird es weiterhin geben. Ja, die Opposition ist geteilter Meinung. Ich nehme an, das ist auch unser nächster Interviewpartner, nämlich Gerald Groß, selbst Politiker gewesen beim BZÖ, jetzt mittlerweile PR-Berater. Herr Groß, große Herausforderung für Sie, vielleicht von meiner Frage her. Was gibt es denn Positives zu sehen an der Entscheidung heute? Na, es ist gut so. Es ist gut so, dass am 8. endlich aufgesperrt wird. Es war längst überfällig. Das Covid-Maßnahmengesetz besagt, und das haben 183 Parlamentarier beschlossen, dass ein Lockdown nur dann zu verordnen ist, wenn es zu einer Überlastung des Gesundheitssystems kommt. So weit, so gut und so weit auch durchschaubar. Nur wir haben mit Stand heute nur 20% der Intensivbetten und der Krankenhausbetten in Österreich für Covid-Patienten überhaupt besetzt. Das heißt, wir sind weit davon entfernt, eine Überlastung des Gesundheitssystems darstellen zu können. Und das bereits seit Anfang Jänner. Daher rein logistisch gesehen, rein demokratiepolitisch, der jetzige Lockdown der Bundesregierung ist ihren eigenen Beschlüssen im Parlament nicht mehr nachgekommen. Die Bundesregierung hat sich als Gesetzessprecher bedient und ein Verfassungsgerichtshof wird in 2-3 Monaten wieder einmal zur Erkenntnis kommen, dass der Lockdown, so wie er heute ist, verfassungswidrig war und ist. Daher der erste Schritt, die Öffnung, wobei auch die sehr widersinnig ist. Weil wenn ich daran denke, dass die Gastronomie seit 2. November zu hat, eine der wichtigsten Branchen, Österreich ist ein Tourismusland, Österreich ist ein Gastronomieland, einer der wichtigsten Branchen über 5 Monate keinen Umsatz machen kann, ihre Mitarbeiter nicht bezahlen kann, Umsatzsteuern nicht zahlen kann, Einkommensteuern nicht zahlen kann, Sozialversicherungsabgaben nicht zahlen kann, das heißt am Tropf des Staates, am Almosentropf, dann ist das für mich eine unerträgliche Situation. Ich hätte mir erwartet, dass nächste Woche alles aufspielt. Jetzt war im November die Situation, da haben auch einige Ärzte und Kritiker der Maßnahmen gesagt, wir haben nur 1000, nur unter Anführungszeichen, also muss man dazu sagen, 1000 Todesopfer gehabt von März bis November und man hält die Maßnahmen für überzogen. Dann ist der Herbst noch weiter ins Land gezogen, dann haben wir plötzlich etwas später mehr als 9000 Neuinfektionen pro Tag gehabt und dann haben wir über mehrere Wochen, fast Monate hinweg, 100 Todesopfer pro Tag gehabt und mittlerweile halten wir bei über 7000. Muss man nicht gerade als Politiker, auch wenn es noch so hart ist, vorausschauend denken, dass die aktuellen Zahlen heute natürlich gering sind, aber wenn man alles wieder aufsperrt, wie es auch Pamela Rendi-Wagner sagt, die ja Pandemie-Expertin ist, aufpassen, weil da könnte dann eben eine weitere Welle kommen und dann müssen wir wieder sofort in einen Lockdown gehen. Die Hauptaufgabe der Politik ist immer, das Risiko abzuwägen, und zwar das Risiko der persönlichen Freiheit und das Risiko dabei zu sterben. Bei der Straßenverkehrsordnung machen wir es. Wir sagen, der Individualverkehr ist für uns als Gesellschaft wertvoller als die Verkehrsopfer. Bei der Grippe machen wir es. Wir sagen, die 4000 Toten im Jahr, die an der normalen, räudigen Influenza sterben, an der Grippe, sind für uns weniger wichtig als die Freiheit und die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger. Bei 7000 Corona-Toten denken wir plötzlich anders. Mich interessieren, Herr Piszczek, die infizierten Zahlen nicht, beileibe nicht. Solange wir wissen, dass 99,8% der Menschheit aus diesem Corona, aus dieser Infektion wieder gesund hervorgehen und nur 0,2% sterben, ist es im Einzelfall tragisch und ich teile die Trauer und den Schmerz. Aber gesamtvolkswirtschaftlich rein real gesehen ein Irrsinn, wegen einer Erkrankung, die eine Letalität von 0,2% hat, ein Land seit bald einem Jahr in Geiselhaft zu halten. Das Gesundheitssystem wird von den Steuerzahlern finanziert. Unsere Sozialleistungen werden von den Steuerzahlern finanziert. Und es geht sich der gesamte Staatshaushalt, sprich vulgo, unsere Volkswirtschaft, bald nicht mehr aus, wenn wir weiterhin hündisch hörig
der Corona-Pandemie anhängig sind. Bezüglich der statistischen Zahlen möchte ich mich jetzt gar nicht näher darauf einlassen. Da gibt es, wie Sie selber wissen, auch Experten, die andere Zahlen sagen. Im Dezember hatten wir eine Übersterblichkeit von mehr als 50%. Heißt auch, weil die 7.000 Toten waren innerhalb von wenigen Wochen, die dazugekommen sind. Also die Wahrheit wird sich dann eh wahrscheinlich in 2-3 Jahren zeigen, wenn man das mehr oder weniger rückblickend betrachten kann, alles. Trotzdem nochmals die Frage, Sie haben gesagt, es ist verfassungswidrig. Trotzdem haben wir aktuell Verordnungen, Gesetze, an die wir uns halten müssen, ja oder nein? Oder können wir sagen, wie manche eben bei den Demonstrationen, nicht alle, das möchte ich auch sagen, ich trage keine Maske, mir ist es egal, der Abstand, ich mache jetzt, was ich will, weil ich gegen diese Maßnahmen demonstrieren möchte. Schauen Sie, die Aufgabe der Exekutivorgane unseres Landes ist, auf Basis der Verfassung Verordnungen zu erlassen. Das hat diese Bundesregierung im März getan. Die Aufgabe der Exekutivorgane war es damals, 33.000 Strafmandate auszustellen. Und die Aufgabe der Höchstrichter unseres Landes war, jedes einzelne dieser 33.000 Strafmandate wieder aufzuheben. Das heißt, sämtliche Verordnungen des Gesundheitsministers ad absurdum zu erklären und die Menschen in diesem Lande wieder zu entschädigen. Und ich sage nur mit meinem Wald- und Wiesenrechtswissen, das offenbar den intellektuellen Radius der derzeitigen Regierungsmitglieder überschreitet, dass auch der derzeitige Lockdown verfassungswidrig ist. Und wie bisher die letzten 11 Monate der österreichische Verfassungsgerichtshof in seiner Frühjahrssession und in seiner Herbstsession in der kommenden Frühjahrssession 2021 zum Schluss kommen wird, dass auch wieder alles verfassungswidrig war. Wir haben ja Regierung der Gesetzesbrecher. In der Theorie könnte ich mich ja an gar kein Gesetz halten oder müsste ich mich an kein Gesetz halten, wenn es im Raum steht, dass es verfassungswidrig sein könnte. Und es ist ja nicht seit der Pandemie das erste Mal, dass Gesetze vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben worden sind. Das heißt, nur weil ich glaube, dass der Verfassungsgerichtshof sie aufhebt, muss ich mich jetzt schon nicht dran halten? Ist das die Konklusio daraus? Herr Bissek, es war bis heute noch nicht so, dass wir eine Regierung hatten, die so einen Pfusch dahin gelegt hat. Ich war selbst Parlamentarier einer Gesetzgebungsperiode, wo wir vielleicht in einer Gesetzgebungsperiode von 5 Jahren 3 Aufhebungen durch den Verfassungsgerichtshof hatten. Mittlerweile wird das im wöchentlichen Bulletin veröffentlicht. Die Aufhebungen der Erkenntnisse sind dicker als das Wiener Telefonbuch. Ich habe noch nie so eine Regierung erlebt, die so ein logistisches Chaos hinterlassen hat. Es tut mir leid, so etwas zu sagen. Der Bundespräsident wird genötigt, verfassungswidrige Gesetze zu unterschreiben und wehrt sich nicht dagegen. Faktum ist, die Verordnungen sind in Kraft. Faktum ist, die Exekutivorgane strafen gemäß dieser Verordnungen ab. Und Faktum ist, der Bürger hat das Recht, den Verfassungsgerichtshof auch anzurufen und dort auch wie immer, wie bisher die letzten 11 Monate, Recht zu bekommen. Ob ich mich jetzt aber dran aktuell halten muss oder nicht, haben Sie mir nicht beantwortet, aber ich verstehe Ihren Punkt natürlich. Ich sage vielen Dank auf alle Fälle, immer wieder spannend mit Ihnen über dieses Thema zu reden. Ich danke auch, schönen Abend. Und wir sind gleich wieder zurück nach einer ganz kurzen Pause, dann geht es dann weiter hier, wenn ich auf die Uhr schaue, ja, mit der großen News Show. Wir sind gleich wieder für Sie da und das natürlich auch ganz im Zeichen dieses heutigen Tages. Danke sehr.